machen wir einfach mal kurz Speedkill. So, jetzt geht's los. Wir machen jetzt Kutkus Speedkill mit Hammer. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, müsste er eigentlich nach 6 Schlägen tot sein. Wenn nicht, ja, brauche ich halt mehr. Auf jeden Fall wird er sehr, 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 sehr schnell sterben. Wenn er in die richtige Zone fliegt. Wenn er nicht in die richtige Zone fliegt, ist scheiße. Ja. Dschungelgefahr. Ich muss irgendwie immer nochmal diese Dateninstallation wiederholen. Das kann ja jetzt nicht angehen, dass jetzt irgendwie immer so mega dumm jetzt lädt. Das ist echt unschön. Und er lädt und lädt und lädt und lädt sich echt einen zusammen. Also richtig abnormal lädt er sich gerade einen zusammen. Ich nehme schon nur das hier. Na, und eine Karte vielleicht, weil ich kenne mich hier immer noch nicht so gut aus. Lalalala. So. Jetzt wollen wir mal gucken, welche Zone er gleich fliegt. Wenn er in Zone 1 fliegt, ist super. Wenn er nicht in Zone 1 fliegt, ist super scheiße. Okay, jetzt fliegt er los. Und jetzt fliegt er in Zone... Oh, nee, er fliegt in Zone 5. Wie mega bescheuert. Gibt's doch nicht. So was Dummes aber auch. Natürlich, ich starte eine Aufnahme. Der fliegt immer in Zone 1. Immer fliegt er in Zone 1. Starte ich eine Aufnahme, fliegt er in Zone 5. Und die Aufnahme leckt gerade extrem. Also ich glaube fast, ich kann sie mir sonst wo hinschieben, weil das wird nix. Oh, kletter mal ein bisschen schneller, kleiner Vollpfosten. Wunderschön azurblaues Wasser. Ne, azurblau ist eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie azurblau aussieht. Wenn azurblau so aussieht wie die Azurrattenlassen, ist es ganz sicher nicht azurblau. Aber kann auch irgendwie sein, dass die nur eine Geschmacksverirrung haben, die Japaner, und nicht wissen, was azurblau in Mitteleuropa ist, wie es aussieht. Soll mir eigentlich egal sein. Hauptsache dieser mega Noob-Idiot, dummes Mist-Scheiß-Viech. Okay. Das war jetzt ein Schlag, den ich schon mal vergeudet habe. Eigentlich wollte ich nicht in meine super tolle, tragbare Schockfalle reinhauen. Aber jetzt wird natürlich irgendwie was Sinnloses passieren. Zum Beispiel, dass ich Velocipriest kicken. Ja. So, und jetzt Bong. Bong, Headshot. Und nochmal. Und es dauert irgendwie länger als geplant. Ja, das wären jetzt eigentlich die 6 Schläge gewesen, die ich gebraucht hätte.